Herzlich willkommen zum neuen Video von kreativkiste.de. Mittlerweile glaube ich tatsächlich, dass die ganzen Elektrofirmen ihre Azubis mit Heimarbeit nach Hause geschickt haben. Ich wurde gefragt, ob ich nicht eine Toranlage machen kann und oder helfen kann, und ich habe dazu auch ein kleines Modell gebaut. Der Gedanke war, wenn der Schalter auf zu, Automatik oder aufsteht, dass er dann sich jeweils bewegt. Wenn der Schalter also auf aufgeht, dann soll das Tor auffahren, bis der Endschalter hier eben klackt. Der Arduino ist ein bisschen langsam, deswegen braucht es ein bisschen. Wenn der Schalter auf zu steht, soll das Tor eben zufahren, bis der Endschalter eben wieder klackt. Im Automatikbetrieb soll es so sein, dass es einen Schlüsselschalter gibt. Den Schlüsselschalter gibt es. Wenn der Schlüsselschalter betätigt wird, soll das Tor eben selbsttätig auffahren bis zum Endschalter und soll dann über eine eingestellte Zeit, ich habe jetzt mal 10 Sekunden gemacht, soll der dann eben wieder zufahren. Genau, die Aufgabe war eben ein Logoprogramm mit Simulation zu entwickeln. Mir gefällt es allerdings so besser. Wie gesagt, dass die Endschalter schalten ein bisschen spät jetzt, bis das dann beim Arduino ist. Genau, soweit war das relativ einfach. Jetzt kam noch Folgendes dazu. Ganz viele Toranlagen haben eine Lastabschaltung. Das heißt, wenn das Tor fährt und der Motor einen Strom größer als eingestellt hat, gibt es eben eine Störung. Jetzt sieht man, blinkt die Lampe, und das bedeutet, der Blinkrhythmus bedeutet eben abgeschaltet. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann jetzt einfach resetten. Und das Tor fährt dann eben wieder zu. Wenn ich jetzt in der Stellung auf bin und die Störung auftritt, und jetzt sieht man eben, der Schalter steht in Stellung auf, und ich dann resette, fährt das Tor logischerweise weiter auf. Wenn ich das Ganze auf auffahre und dann tritt eine Störung auf und resette, dann fährt das Tor natürlich weiter zu. Das Ganze soll so sein, dass der Automatikbetrieb eben auch ein Stoppbetrieb ist. Das heißt, ich kann jetzt je nach Schalterstellung, kann ich jetzt eben hier das Tor auch nach links und rechts fahren. Genau, wie gesagt, im Automatikbetrieb fährt das Tor eben auf und wieder zu. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass es diesmal Logo war und nicht wie die letzten zweimal ein Eaton-Programm. Schauen wir uns das Ganze noch kurz in der Siemens Logo an. Ich vermute mal, die Schalter wurde deswegen gewählt als Übungsaufgabe, weil es ein Und hat, ein Oder drin hat und eben das Selbstschalterrelais und ein Zeitrelais. Und damit haben wir schon mal so die meisten Bauteile von so einer kleinen Mini-SPS drin. Was passiert jetzt also? Wir sind jetzt gerade in Stellung zu, und obwohl ich jetzt sage, bitte lauf an, hat der Endschalter zu und deswegen kann der Motor eben nicht anlaufen. Gehe ich jetzt eben auf, dann sieht man, kommt das Aufsignal und wird eben so lange unterbrochen, bis der Endschalter dann sagt, stopp, und dann, obwohl das Signal anlegt, kann nichts passieren. Wir haben das, bedeutet, wir haben hier das Und, in diesem Fall das Und nicht, weil ich einfach hier den Eingang mit diesem Punkt hier negiert habe. Wir haben das Oder drin, weil natürlich dieser Handbetrieb ist klar. Ich kann also auffahren und zufahren, kann natürlich auch über den Automatikbetrieb dann, je nachdem, wo ich sein möchte, eben auch stoppen. Also jetzt auf und zu, und dann eben hier sieht man, sobald kein Signal anliegt, kann ich das Ganze eben dann stoppen. Ich war gerade bei dem Oder. Das Oder kommt eben über das Zeitrelais, wenn ich den Schlüsselschalter jetzt betätige. Ich kann aber zuerst nochmal ganz zufahren. Jetzt sieht man sich also zu. Wenn ich jetzt auf Automatik bin, hier die Stellung eben Automatik, kann ich jetzt über den Schlüsselschalter, der betätigt wird, geht das Selbstschalterrelais an, und jetzt sieht man, über die Oder-Verknüpfung wird jetzt also das Tor gefahren, und über das Zeitrelais hier wird dann eben das Tor wieder zugefahren. Deswegen die Oder-Verknüpfung, weil ich von zu oder vom Zeitrelais, weil ich von auf oder eben vom Schlüsselschalter fahren kann. Das Und eben als Und nicht.
So, der Reset ist im Prinzip auch ganz einfach. Wenn eine Störung anliegt, ich drücke mal hier schon 5, dann sieht man, die Störung verhindert eben in diesem Fall, man sieht hier diese beiden Verknüpfungen hier vom Störmelderelais. Selbst wenn ich jetzt 1 drücke oder 2, kann nichts passieren, weil ich immer hierüber verriegelt bin. Zusätzlich habe ich hier jetzt eben noch ein Zeitrelais drin, wo unsere Lampe zum Blinken bringt. Snap for Arduino funktioniert eben nur, wenn ich direkt mit der Maus drin bin. Deswegen klackt es hier ab und zu doppelt und schaltet nicht direkt um. Genau, schauen wir uns das Ganze auch noch schön den Snap for Arduino an. Ich stoppe dazu mal kurz das Programm, dass man sieht, was passiert. Ich habe also hier einfach ein Hintergrundbild erstellt. An dem mache ich nichts, denn die Größe hat schon gepasst. Und das Tor dann eben mit C und D. Ich habe eben nicht die Bewegung verwendet, also gleite zu, sondern ich ändere einfach das relativ schnell, einfach aus dem Grund, dass ich es auch stoppen kann. Also nur wenn die Taste C gedrückt ist, nur dann macht es. Weil sonst, wenn ich sage gleite zu, dann wäre das ja nicht der Schutzkontakt, sondern dann wäre das ja einfach nur ein kurzer Impuls. Dann meine beiden Endschalter, wo ich jeweils die Variablen setze, wo ich nachher den Arduino schalte. Noch ein Objekt für den Schlüsselschalter hier oben. Dann mein Knebel, wo ich eben mehrere Kostüme drin habe. Das sieht man eben hier jetzt. Die kann ich da eben schalten. Wichtig ist eben, dass ich da den am Anfang passend hinsetze, sonst funktioniert es eben nicht. Dann der Schlüsselschalter, der eben bei Taste 4, den kann ich ja von Hand schalten, der dann eben rot leuchtet. Dann eben noch den Motor, der eben bei C und D sich passend dreht. Die Störung, die Lampe. Und natürlich ganz wichtig die Arduino-Sektion oder die Arduino-Blöcke, wo ich dann eben passend, man sieht sie zum Beispiel, wenn Automatik 1, dann schalte ich die Ausgänge dementsprechend, wie ich sie brauche. Und auch bei Störung, dass die miteinander kommunizieren können. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe euch das Logo-Projekt zugeschickt. Ich glaube aber, die Störung, naja, so schwer war es nicht. Hättet auch ein bisschen rumbasteln können, aber nett, dass ihr mich gefragt habt und mich da ein bisschen herausgefordert habt. Vielen Dank fürs Zuschauen und euch noch einen schönen Abend.